Der RZTV Adventskalender. Bei uns öffnet sich Türchen für Türchen, um in einer Vorweihnachtszeit ohne Weihnachtsmärkte und Bergparaden an bessere Tage voller Trubel in den erzgebirgischen Städten und Dörfern zu erinnern. Der Schneeberger Weihnachtsmarkt gehört normalerweise zu den Märkten im Erzgebirge mit der größten Ausdauer. Vom ersten Adventswochenende bis kurz vor Weihnachten wird durchgemacht. Vor 5 Jahren ging es am 25. November mit einem freudigen Ereignis los. Bürgermeister Ingo Seifert konnte eine bergmännische Kaue einweihen, die den Eingang zum Weihnachtsmarkt verschönert. Mit dieser Kaue ging ein großer Wunsch vieler Schneeberger in Erfüllung. Schneeberger Bürger hatten das Projekt inszeniert, denn der Schneeberger Weihnachtsmarkt hatte schon früher mal eine Kaue. Wenn 2016 die Freude über die Kaue so groß ist, warum war sie dann so viele Jahre weg? Bürgermeister Ingo Seifert sagte seinerzeit: Das ist eine schwierige Frage. Ich habe sie versucht nachzuvollziehen. Mir ist heute noch ein Auszug aus dem Stadtanzeiger aus dem Jahr 2007 zugespielt worden. Da steht halt lapidar drin, sie ist baufällig und aufgrund der Umgestaltung des Marktes hatte man keine Fundamente mehr. Das war damals der Grund und dass das Spuren hinterlassen hat bei den Bürgern, das hätte man wahrscheinlich 2007 gar nicht so erwartet. Und deswegen bin ich froh, dass viele, viele Jahre danach die Kaue jetzt wieder hier steht. In erster Linie ist die Kaue nicht nur ein Blickfang, sondern zum Durchgehen gedacht. Im Idealfall in Richtung Schneeberger Weihnachtsmarkt.